Herzlich willkommen, Leute, zurück zu Dead by Daylight und ich schmeiß mal eine Runde als Killer ein, beziehungsweise ich versuch's. Ich spiele den neuen Killer, die Krankenschwester, die sich wohl ein paar Meter nach vorne teleportieren kann. Was ich, glaube ich, dann so gedanklich rausgefunden habe, ist, dass die Distanz, die man sich teleportiert, immer gleich ist. Kann ich gleich erst hundertprozentig sagen, wenn ich es getestet habe. Und man eigentlich ja nur abschätzen muss, wie weit wirklich diese 10 Meter, die man sich da teleportiert, wirklich sind, um es perfekt Okay, ich teleportiere mich. Was jetzt? Habe ich mich übergeben? Okay, die ist anscheinend nicht so. Die hat ein paar Probleme, die Frau. So, ich kann mich mit der rechten Maustaste teleportieren. Und nach dem Teleportieren kotzt sie erstmal. So. Nehme ich den erstmal mit. Kann ich mich mit ihm teleportieren? Ah, wir sind eh hier. Das passt mir eigentlich ganz gelegen. Dann packen wir ihn nochmal hier unten rein. Okay, dass man sich nach dem Teleportieren erstmal so ein bisschen... das heißt, man macht das ja gar nicht zum Angreifen, oder doch? Warum hängt er so komisch? Er ist verrückt, nicht ich. Ah, er wehrt sich schon. Oh, guck mal, das ist voll nett. Dann warte ich, bis er tot ist. Er struggelt ja eh. Nice. Er hilft mir voll. Das ist ja echt super. Okay. On action. Und kotzen. Ah, okay, ich kann auch einmal zuschlagen, bevor ich rumkotze. Dass sie sich verletzt hat. Okay, je länger ich gedrückt halte, desto weiter teleportiere ich mich. Das ist aber nett. Das war nett. Findet ihr nicht auch, dass das sehr nett war? Weil ich so selten Killer spiele, habe ich nur die Besten der Besten als Gegner. Was aber daran geil ist, ich kann euch den neuen Killer einfach mal zeigen. Und das, obwohl ich halt mega schlecht bin. So, selber haken. Guck mal, der fällt nicht mehr ab, wenn einer dran hängt. Jetzt bist du dran. Da hing schon einer. Also, selbst wenn du das überlebst, jetzt mit dem gemischten Blut sieht es eh nicht mehr gut für dich aus. Solltest einfach abbrechen. Hallo? Hat der es nicht runtergemacht? Das ist aber doof. So, jetzt zeig doch mal was. Ich will wenigstens, dass du auf die 50% gehst, damit du danach sowieso tot bist. So. Den haben wir eh Probleme beim Generator anmachen. Bist du schon runtergegangen? Wir können hier warten. Es kann nur einer Generatoren anmachen und du bist hier unten gefangen. Rette sie doch. Rette sie doch, komm. Rette sie. Sie stirbt gleich. Boah, du lässt deine Freundin sterben. Das ist ziemlich brutal, was du da machst. Oh, shit. Und jetzt bist du dran. Gute Idee, aber das ist ein Klassiker. Damals hätte das funktioniert. Komm mal mit. Ich hänge dich an denselben Haken. Ja, du kommst jetzt auch wieder dahin. Da, wo deine Freunde waren. Denen du übrigens nicht geholfen hast. Ich habe dir eine Chance gegeben, dass du die da abhängst. Wie du siehst, hatte ich dich nicht angegriffen. Und zack. Und wieder eine Blutvergiftung. Oh, guck mal, hier ist ein Medikit vor deinen Füßen. So, wo ist denn jetzt mein letzter Freund? Der Lukensucher bestimmt. Wenn du ein gewiefter Hund bist, machst du eigentlich den da. Mal schauen, wie gewieft du wirklich bist.
Katzen. Aber der läuft noch gar nicht. Du weißt doch eh, wo die Luke ist. Du weißt doch, wo die Luke ist. Ich müsste sie eigentlich vor dir finden. Lass uns doch mal schauen, wo die Luke ist. Oder du machst einen Generator an. Öffne, mach mal einen Generator an, mein Freund. Komm schon. Komm schon. Starten Sie die Motoren. Los! Oh, sieh einer an. Jetzt will ich einen schönen Generator sehen. Ich kann einfach so stehen bleiben. Er wird sich vor mich stellen, wenn er hier springen möchte. Da muss ich nur reagieren, hoffe ich. Hat bei mir doch auch so geklappt. Ich will, dass du einen Generator anmachst. Der sitzt in einem Schrank bestimmt. Zögerst das ganz schön raus. Das Problem ist, ich habe keinen Anhaltspunkt, wo ich dich suchen soll. Jetzt rein vom strategischen Sinne müsste ich perfekt so stehen bleiben, damit, wenn er springt, ich ihn schlagen kann. Ja, und ich muss halt warten, ob er mir ein Zeichen gibt, wo er ist. Ich schätze, dass er an keinem Generator ist, sondern hier in meiner Nähe. Links von mir ist unwahrscheinlich wegen den Krähen. Er braucht aber auch genug Platz, um sich hinter verstecken zu können. Könnte an dem Brett sein. Dass er dahinter sitzt. Ich darf ihn nicht verletzen. Ich muss ihn im Spring packen. Wenn er jetzt hier hinter dem Stein sein sollte, darf ich ihn nicht schlagen. Ich muss ihn angreifen in dem Moment, in dem er springt. Die Frage ist nur, macht er halt wirklich nichts? Oder versteckt er sich vielleicht sogar, weil er einfach ein Schisser ist? Ich würde eigentlich gerne mal in die Küche gehen, was zu essen holen in der Zeit. Und dann kommt der bestimmt. Wo sitzt du? Wo sitzt du? Wo wäre ich, wenn ich jetzt als Überlebender da wäre? Eigentlich wäre ich hinter diesem Stein. Oder hinter dem. Da hätte ich ihn im Rücken. Das ist eigentlich ein Vorteil, weil so müsste... Also wenn ich Überlebender wäre und dahinter wäre ich hier, auf der Seite. Er macht halt nichts mehr. Warum? Hat er echt, vielleicht echt Schiss? Möglich wäre es ja, weil die waren ja alle nicht so dolle, dass er irgendwo in einem Schrank sitzt und sich kaputt lacht, also so lachend. Scheiße, er kommt so. Gib mir einen Anhaltspunkt. Ein Piep. Eine Krähe. Ein Gras, was sich bewegt. Zeig mir, wo du bist. Wenn es an mir gehen würde, ich mache das jetzt nicht, Leute, für euch, würde ich hier stehen bleiben, bis er kommt oder irgendwas macht. Da wir es jetzt ja aber nicht so langweilig gestalten wollen,
und ich euch ja unterhalten möchte, suche ich ihn halt. Mehr bleibt mir auch nicht über. Wenn er hier nicht in der Nähe ist, warum tut er nichts? Einzige Möglichkeit wäre, dass er Schiss hat, weil ich die Dinger höre. Weil er den Heartbeat hört. Das ist der einzige Grund, warum er nichts machen könnte. Die beiden Generatoren arbeiten nicht, sind aber auch in Heartbeat Range. Ansonsten hat er die beiden zur Auswahl, den einen kann ich sogar sehen. Das heißt, wenn er an einem Generator arbeitet, ist es der. Aber was hat er vor? Ich guck mal hier oben durch das Dingens. Ich habe halt keinen Ort, wo ich suchen soll. Hatte ich lustigerweise auch noch nie. Aber ich teste mal was. Das reicht sogar nicht, was ich gerade vorhatte. Ich darf ihn nicht hauen. Das weiß er. Shit. Eine Sekunde zu früh. Du kannst ihn in der Sprunganimation packen. Punkte hatten wir geholt. Darf ich mal sehen, wie viel die hatten? 13.000. 3.000. Waren aber alle so Level 20. Der war ganz komisch. Der Name kommt mir bekannt vor. Der war echt schlecht, dafür, dass er so viele Perks hatte. Ich schau mal rein, was ich für ein Blutding mit der hab. Schade. Das Ende hätte mir besser gefallen, wenn es so gewesen wäre, wie ich es gewohnt war. Also diesen Move, den wir bereits kannten. Trotzdem hoffe ich, dass euch dieses Video von neuen Killer wenigstens mal gefallen hat, dass ihr sie mal wenigstens gesehen habt. Ich bin lieber überlebenden Spieler und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann, macht's gut, ciao.